Hallihallo, liebe Flugsimulator-Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem iFly-Kanal. Heute sind wir... Oh, da hinten fliegt schon gerade einer los. Heute sind wir auf dem wunderschönen Flughafen, Payware Scenery natürlich, in Bremen. Dachte, das ist schick. Wird auch mal Zeit, dass wir dieses gute Flughäfchen mal unter die Lupe nehmen. Ihr seht, hier gibt es einen Spezialeingang nur für Ryanair. Deshalb dachte ich mir, ha, machen wir heute einen Ryanair-Flug von Bremen aus und es geht in ein kleines Provinznestchen, beziehungsweise in ein, ja, wie soll ich sagen, in ein südfranzösisches kleines Regionalflughäfchen. Lasst euch da mal überraschen. Ist auf jeden Fall interessant. Habe ich auch gesehen, gab es gerade so im Angebot im Marketplace. Und dann dachte ich mir, das sieht doch ganz schniekig aus. Kleiner, schnuckeliger, relativ nah an Barcelona. Also sehr südfrankreichisch. Irgendwo eben in der Nähe, direkt an der spanischen Grenze. Ja, von daher, so sieht unser Plan heute aus. Ja, und dann mal eine Frage, Freunde. Das kann ich hier wieder leise machen. Dann mal eine Frage. Habt ihr das schon rausgefunden? Ich bin hier auch schon am Rumfummeln. Ich glaube, also bis jetzt habe ich es zumindest noch nicht rausgefunden, dass die Treppe am Anfang mal verschwindet. Das geht mir nämlich tierisch auf den Keks. Ich muss jedes Mal, bevor ich hier anfange, erstmal die Batterie anmachen, damit ich hier aufs FMC zugreifen kann. Und dann muss ich dem hier sagen, bei den Ground Services, ich will keine Treppe, weil am Anfang ist ja hier die Treppe da und die Tür offen. Das nervt mich, weil das passt ja nicht so richtig. Fuel Truck ist in Position, müssen wir gleich eingeben. 9, 2 Tonnen. Okidok. Return, Payload. Wie immer, wir sind Maximum. Wir wollen uns füllen bis oben hin. So, Menu. Also eben genau, das stört mich so ein bisschen. Ich habe noch immer nicht rausgefunden, entweder ich verstehe es nicht oder ich denke, da gibt es vielleicht auch keine Funktion. Am Anfang muss ich, wie schon gesagt, immer erstmal die Batterie einschalten und dann hier auf Ground Services und sagen, ich will keine Treppe. Kann man das irgendwie einspeichern? Gibt es da irgendwie noch so ein Save? Weil alles, was ich hier bis jetzt hier rausgefunden habe, ist, wie schon gesagt, hier PMDG und dann kann ich sagen, hier Startup State, Cold and Dark, aber ich kann nicht sagen, keine Treppen. Ja, Simulations. Mal kurz hier gucken. Ja, aber nee, ist mir nicht aufgefallen. Wäre mir auch aufgefallen. Also wie schon gesagt, vielleicht habt ihr da einen Tipp und wisst, wie man das machen kann. Also habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Gut. Ist jetzt aber auch nicht weiterhin wichtig. IRS ist auf Navigation gesetzt. Jetzt haben wir es. Wir befinden uns in EDD Whiskey. Gehen wir hier einmal ein. Route und dann sind wir wieder ADD Whiskey und es geht nach LFMP. Departure. Wir starten von der 9 nach Sophie 1M. Der da. Route activate, execute, next page. Danach geht es direkt nach EEL. Danach November 872. Danach Medil. Hoppala, falscher. Der da. Dann Uniform November 8. Uniform November 872. Nach Lesto. ESDO. Uniform Mike. 728. Voilà. Also ich meckere ja ziemlich viel über dieses System und wie das hier alles aufgebaut ist und ich nicht, eigentlich nicht wirklich ganz zufrieden bin mit dem, mit dieser Lösung hier von PMDG. Aber was man einfach sagen muss, das FMC-System, die ganzen Buttons und so sind wirklich richtig gut programmiert. Also das muss ich echt sagen. Das ist meines Erachtens auch besser als, noch ein Ticken besser als die Phoenix. In dem Sinne, weil hier die Tasten einfach, da klickt man drauf und man hat hier einfach ein großes Tastenfeld, wo man draufklicken kann. Man verklickt sich nicht so einfach. Das passiert mir bei der Phoenix eher, dass ich anstatt mal C aus Versehen H geklickt habe oder so weiter oder so fort. Also das ist hier, finde ich, besser. Könnt ihr aber auch gerne, wie schon gesagt, in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Badam. AM. Sion. S-I-J-A-N. Wo ist hier das jetzt? A-N. So, und danach geht's. Departure Arrival. Wir landen auf der 15. Ah, jetzt mal wieder genau die andere Seite. Und zwar
Xi'an, müssen wir mal gucken. 2F, yes. Und wir fliegen über. Bamgo. Der da. Execute. Also es ist auch das erste Mal, dass ich dahin fliege. Bin total gespannt, wie sich das da, ja, wie dieses gute Flugzeug fliegen wird, beziehungsweise wie die Landung sein wird. Ist auf jeden Fall ein sehr niedlicher, kleiner Flughafen. Sowas mag ich ja. Ja. Okay, wir gehen auf unsere Preferences. Zero Fuel Rate, einmal übernehmen. Das finde ich ist auch besser. Da muss man nicht alles von Hand eingeben. Also besser liegt dann natürlich immer im Auge des Betrachters. Aber für die, die halt keine Lust haben oder ein bisschen faul dran sind, die brauchen ja einfach einmal drauf zu klicken. Die Sache hat sich erledigt. Reserves 2, Cost Index ist heute 60. Gibt uns 360. Eigentlich wollte ich auf 340. Nee, wir gehen nach Simbrief heute. 340, danke. So, dann haben wir unsere OAT. Alles ist da. Das passt. N1 Limit. Wir gehen auf. Weiß gar nicht, wie lang ist der. Ja, es sollte reichen. Wir gucken mal, ob wir das schaffen. Flaps 5. 1,553. Wird ein bisschen eng. Gehen wir nochmal zurück. Oh, nee, halt. Auf dem Index. Beziehungsweise hier drauf. Takeoff. No. Den da. Index. Preferences. N1 Limit. Wir gehen auf Takeoff Full. Echt jetzt? Hat nichts geändert. Flaps 5. Okay. Sind wir sogar noch langsamer. Flaps 10. Haben wir auch nicht viel geschafft, ne? Wobei 1,43 VR. Doch, nehmen wir das. Flaps 10 heute. Okay. Machen wir doch das. Alles andere sieht gut aus. Route ist in Ordnung. Wir können auf die Legs gehen. Okay. Dann würde ich sagen, geht's mal ans Boarden. Da jetzt ja unser Tank so schnell vorbei war. Request Boarding, please. Boarding requested. Ja, dieser Bremen Payware Scenery ist übrigens gerade im Angebot. Frage ist, wie lange jetzt natürlich. Vermutlich sende ich dieses Video hier am Montag. Also von daher könnte es natürlich noch im Angebot sein. Würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber auf jeden Fall, weiß gar nicht, wie viel habe ich jetzt bezahlt. Ich habe 12 € oder so. Das war auf jeden Fall ein guter Preis. Und wie schon gesagt, der Flughafen, wo wir hingehen werden, eben in Südfrankreich, der ist für 9 €. Und der sieht aber, finde ich jetzt, ich war ja schon da drauf und mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also auch designmäßig und grafikmäßig sah der ziemlich cool aus. Und ich finde, für 10 € ist ein guter Preis. Und gerade wer so kleinere Flughäfen mag und die auch gerne so anfliegt, der ist da wahrscheinlich gut aufgehoben. So, die Crew kommt da hinten. Ja, ansonsten sagt mir mal Bescheid, was mögt ihr, was ist euer Lieblingsflughafen? Würde mich absolut mal interessieren. Das ist ja wirklich Geschmackssache. Nicht jedem ist, nicht jeder hat denselben Geschmack, so was das anbelangt. Viele mögen ja zum Beispiel größere Flughäfen, manche auch kleinere. Also das ist immer wieder interessant, finde ich, zu hören. Könnt mir auch gerne mal sagen, was ihr sehen wollt, ob wir irgendwie in einen speziellen Flughafen fliegen sollten, müssten, dürften. Ich sehe gerade, hier könnte ich das auch mal ein bisschen mehr optimieren. Also hier hätte man jetzt tatsächlich auch die Absperrung weglassen können. Hätte sagen können, einfach ohne Absperrung. Das wäre wahrscheinlich cooler gekommen. Kann ich nochmal machen im Nachhinein, weil hier sind ja auch schon alle abgesperrt. Es ist wie schon gesagt wichtig als kleiner Tipp, wenn ihr hier das kalibriert, dass ihr die erst einmal anlasst. Und wie schon gesagt, sobald die auftauchen, wisst ihr ja, okay, alles klar, der Weg hat funktioniert. Und man kann sie ja dann im Nachhinein abstellen. Man muss ja die Punkte nicht mehr verschieben, aber eben die Absperrung kann man im Nachhinein abstellen, damit ihr sie nicht mehr seht und dann ist alles, finde ich, einwandfrei gelöst. Kleiner Tipp von mir an, ja, von meiner Seite aus. Ansonsten habe ich wieder mal ein paar E-Mails bekommen und mich natürlich über jede einzelne E-Mail gefreut. Finde ich immer klasse, was ihr mir da alles so schreibt und eure Anregungen, Interessen und so weiter und so fort. Ja, einer hat mich zum Beispiel gefragt, warum ich hier immer alles von Hand eingebe und nicht einfach nur den Flugplan hochlade. Das ist ziemlich einfach. Recht habt ihr. Können wir ehrlich gesagt auch gerne mal machen, wenn ihr das sehen wollt, wie das so funktioniert, also wie man diesen Plan hier hochladen kann, ohne dass man dafür machen muss. Man kann den direkt vom SimBrief hochladen. Dann ist der da.
Muss man hier einfach nur Plan, Flight Plan Request und dann kann man auswählen und dann wird er hochgeladen und gut ist. Alles, was man dann noch auswählen muss, ist die Departure und der Arrival, also die SIT und die Stars. Damit, das kann sich ja ändern, je nach Windsituation. Das ist mit Absicht so gemacht. Aber ansonsten sind die ganzen Route-Daten. Ja, danke. Alles klar, okay, wunderbar. Dann können wir jetzt auch ganz kurz, ich muss jetzt kurz unterbrechen, unseren, ja, unser PayEx starten. Wieder zumachen. Dann kann der nämlich laufen. So, genau. Also ich gebe hier alles immer von Hand ein. Das liegt einfach daran, weil ich das gerne mache. Ja, ist halt realistischer in meinen Augen. Aber kann man natürlich machen, wie man möchte, keine Frage. Aber ich kann, wie schon gesagt, wenn ihr euch das interessiert, auch gerne mal einen hochgeladenen euch zeigen, dann seht ihr, wie das alles aussieht. So. Jetzt aber kurz mal genug gesappelt. Ich muss hier erst einmal die APU starten, damit die Leute da hinten nicht schlechte Luft bekommen. Wobei es sind 22 Grad, da geht's ja noch. Ja, da kommen sie schon, unsere Kollegen. Unsere Passagiere, besser gesagt. Mal laufen sie. Ja, ja, dieses PayEx. Jedes Mal super. Ja, wie schon gesagt, wenn die hier näher rankommen, dann sieht man schon, das ist, könnte schöner aussehen zu den heutzutageigen Grafiken. Aber ist natürlich auch nicht einfach, im Flugsimulator das ordentlich, einigermaßen ordentlich hinzubekommen. Von daher denke ich, ist ein guter Kompromissdeal. 1,52 plus 15. 1,67. So. APU ist an. Wir schalten einmal um. Nein. Dann so und so. So, und dann können wir mal kurz nach unserem Flugplan schauen. Wie sieht der aus im Detail? Abigraph. Erstmal hochladen das Ganze. So. So sieht's aus. Da fliegen wir hin. Ihr seht's schon. Geht hier einmal nach links, dann einmal komplett über Frankreich. Bis in den Süden hinein. 2 Stunden Flug wird das werden. Und hier kommen wir dann rein zum Landen. Schauen wir mal kurz auf den Approach. Airnav. Und dann sehen wir hier unseren Endanflug. So sieht's aus. Wir kommen theoretisch hier rüber. Müssen dann einmal vom BAMCO rechts umdrehen. Schauen wir mal, ob wir vielleicht BAMCO sein lassen können. Was haben wir denn hier? Was für ein Punkt? Sian, dann BAMCO. BAMCO 220 und dann müssen wir einmal umdrehen. Das ist irgendwie auch blöd. Das sind zwar die Richtlinien, aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht können wir das sogar noch verfeinern. Lex. Dann gehen wir hier mal auf Flight Plan. Morning. Dann schauen wir mal. Da haben wir BAMCO, jetzt gucken wir mal. Ja, da sehen wir es auch schon. Lassen wir BAMCO mal weg und gehen direkt auf 5.2. Das sieht schon besser aus. Gut. Da bin ich doch eher zufrieden. Tja, Bremen, wie schon gesagt, ihr kennt es vielleicht schon. Ist ziemlich bekannt, ist wie Augsburg so ein bisschen. Bekannt für ihre Private Jets. Die haben hier einen großen Hangar, wo sie gerade so die Cessnas, die Citations und die Embryos und so weiter warten. Also das ist ziemlich cool. Ist so praktisch wie... So. Dann schauen wir mal hier kurz. FS Actions. Ground Services. Das können wir gleich releasen. Warten wir jetzt erstmal, bis alle fertig sind. Ja, die gehen schon weg. Okay, dann können wir die Türen mal schließen. Doors. Close, close. Ja, wunderbar. Die Dame bzw. das Boarding ist completed. Dann schauen wir mal. FS Actions. Ground Services. Pushback. Your
Da kommt die Dame. Ja, wunderbar. Thank you. Dann machen wir das doch. Mach mal bitte ready. Mach mal den Bypass-Pin rein. Mhm. Mhm. Very gut. Dann warten wir mal, bis der Große kommt. Ah, kommt er auch schon. Er wird wahrscheinlich gerade ausfahren, dann wieder zurück. Wegfindung. Ja, es klappt noch nicht so ganz mit der Drehung. Es ist vielleicht manchmal besser, wenn sie die Drehung gar nicht drin lassen, sondern einfach gerade. Dann ist es nicht allzu schlimm. Aber das ist gut so, das funktioniert. Bin ich erstmal, was das anbelangt, so zufrieden. So. Anti-Skid machen wir an. Zu Rotate. Dann machen wir den Collision Lights. Machen wir mal auf. Soppala, wir wollen Nose to the right. Nee. To the left and to the right. Ja, so. Soppala, da wollen wir noch nicht. Moment, erstmal muss ich hier ausschalten. Ach, das ist wieder mal. So, aus bitte, danke. Yes, 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 yes. One second, please. Parking brakes released. Start at will. Okay, I will start. Wir starten mit der rechten, hä? Up to the ground. Los geht's, Freunde. Jesus. Ich muss die Dame echt mal leiser machen. Parking Brake Set. Linkes Triebwerk. Hier gehen wir auf Flex. Einmal nach hochladen. Alles klar. Gutes linkes Triebwerk. Dann können wir sagen, alles gut. Confirm. Jesus. So, einmal switch, switch. Und dann hier können wir wieder nach unten setzen. Switch, switch, switch. Dann können wir Hydraulics on, Propeed on. Yaw Dampers on, APU off, und dann haben wir es geschafft. Unlocking Gear, thank you. Fuel Pumps in the middle on. Okay. Flaps 10. Mhm. Ich kann mir ja schon mal auf Continuous schalten. Oh, die Seatbelt Signs schon wieder vergessen. Himmel, Himmel. Alles klar. Thank you, bye bye. Ich muss mal kurz gucken. Have a good trip, thank you. Das sollte sie noch sagen. Ich finde, das wäre es noch. was wollte ich jetzt? Ja, genau. Takeoff. 19.1, 4.98. Ja, das sind wir ja schon richtig. Eieiei, da muss ich ja gar nichts mehr machen. Parking Brakes off. Ja, vielleicht ein bisschen noch runter. So. Alles gut. Taxi Lights on. Und los geht's, Freunde. Auf nach Südfrankreich. Hoppala. Oh, oh, oh. So, und dann geht's auf.
2 Stunden Flug, wie schon gesagt. Unten sehen wir noch nicht die komplette Zeit, aber so um die 2 Stunden wird der Flug gehen. Daher, für euch ist natürlich alles gleich lang, aber ich werde hier 2 Stunden lang durch die Gegend fliegen. Machen eine komplette Drehung, wie ihr seht. Einmal komplett umdrehen und dann Richtung Süden. Gehen wir auch gleich rein in die gute französische Stube. So, einmal nach links gedreht. Autoviertel an. Los geht's, Freunde. 40%. Stabilized. Take off thrust. Let's go. Up in the air. 80 knots. Cross checked. Heftigen Seitenwind. Father Babe, gear up. Flaps 5. Climb thrust. Wunderbar. Und ab nach rechts. Heftiger Wind, Freunde, hier in Bremen. Aber wie immer sieht es wunderschön aus. Herrlich, herrlich. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ich habe vor, jetzt mal ein paar Nachtflüge oder Abendflüge zu machen. Da sieht man auch noch ein bisschen was vom Wetter. Also auch schon alles in der Mache. Flaps up. Bye bye Bremen. So. Dann gehen wir mal weiter weg. Fuß, jetzt geht's ab. Landing lights off. Continuous off. Das bleibt an, das bleibt an, das bleibt alles an. Haben wir es geschafft, Freunde. Ja, so viel dazu. Standard. Jetzt hat. Ja, wie schon gesagt, Freunde, ich bin gerade noch dran. Ich will ein paar Morgen- und vor allen Dingen auch Abendflüge fliegen. Ah. Lass mir die erstmal quaken. Gut. Ja, also nochmal das Ganze. Hier seht ihr nochmal, wo es entlang geht. Erstmal Richtung Westen und dann hier Nordfrankreich, beziehungsweise hier ist ja Belgien, runter, dann über die Benelux-Staaten. Und dann geht es hier runter nach Frankreich, Nordfrankreich und danach schnurstracks Richtung Süden. Also eine lustige Route. Jetzt sehen wir auf der rechten Seite noch das Meer. Genau, was wollte ich sagen? Nachtflüge, richtig. Das habe ich jetzt vor. Nicht nur, aber wie schon gesagt, mal ab und zu mal ein paar. Weil eben auch vor allen Dingen nachts, finde ich, ist der Flugsimulator at its best. Tut hier auf jeden Fall seine große Stärke zeigen. Und das muss man ja auch mal zeigen. Sagt mir gerne mal, wie ihr das findet, ob ihr lieber nachts fliegt oder am Tag. Würde mich auch mal brennend interessieren. Oder eben so gerade so zum Sonnenuntergang. Ist das ja, finde ich, wunderschön, wie auch in echt. Gibt nichts Schöneres, als in den Wolken zu sein, über den Wolken zu sein, wenn die Sonne untergeht oder aufgeht. Das ist Wahnsinn. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Jedenfalls, das ist so, ja, das, was in nächster Zeit kommen wird. Und dann will ich mal schauen. Ein paar Tutorial-Videos werden auch noch kommen. Guter Vorschlag wurde mir gebracht. Ich möchte mal schauen, ob ich da
ein paar Tutorials mache, was näher drauf eingeht, also die einzelnen Schritte bezeichnet. Ja genau, eben zum Beispiel das Refueling, das Beladen, dann mal in Simbrief drauf eingehen, wie sieht es da aus, wie kann man das alles einfügen, wie macht man das alles. Also wenn euch das interessiert, wie schon gesagt, lasst mir gerne in den Kommentaren da, damit ich weiß, was euch gefällt und was nicht. Da können wir auf jeden Fall mal was arrangieren. Aber soweit würde ich sagen, bin ich erst einmal zufrieden. Heute ist sowieso ein wunderschöner Tag zum Fliegen, wie ihr seht. Wenn wir über Nordfrankreich entlang fliegen, ihr seht auf der linken Seite, das Süddeutschland ist gerade ziemlich verregnet und auch sehr bewölkt. Von daher fliegen wir den Wolken praktisch davon. Das ist heute so angesagt. Liegt heute praktisch auf dem Plan. Ich muss jetzt hier nochmal schnell die richtige Uhrzeit einstellen. Ihr seht, es ist 14 Uhr Ortszeit. Einfach so. Dann wisst ihr es. Genau, und dann würde ich sagen, lasse ich euch erst einmal wieder alleine. Genießt hier ein paar schöne Aussichten. Lehnt euch zurück und wir sehen uns dann nach ein paar kleinen Aussichten wieder am Top of Descent oder, wie schon gesagt, kurz vor unserer Landung. Ihr kennt ja, denke ich mal, schon mittlerweile die Prozedur. Wir sehen uns, bis dann und viel Spaß. So, willkommen zurück, Freunde. Ihr seht schon, nicht mehr weit bis zu unserer Landung. Wir sind jetzt auch schon vorbei. Hier ist das Meer da hinten. Schauen jetzt mal kurz hier auf unseren Plan nochmal. Ob wir vielleicht hier was am Localizer einstellen können. Ja, geht nichts, aber wir sind ja auf AirNav. Also von daher passt das. Wir gehen höchstens hier unseren Kurs. 147 ist unser Final Course. 147. Voilà. 10.000 Fuß. Landing Lights on. Machen uns schon mal Engines to Continuous. Machen uns bereit für die Landung. Links seht ihr schon das Meer. Wundervoll. Und hier geradeaus ist schon Spanien. Also wir sind, wie schon gesagt, nicht weit entfernt von der Grenze. Ist eine schöne Route, wie ich finde. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie schon gesagt, schaut es euch an. Ich persönlich mag ja solche kleineren Flughäfen. Ist immer wieder ein großer Spaß, wie ich finde. Hat man ein bisschen mehr als diese klassischen, großen, gigantischen Flughäfen. Auch wenn ich nicht gerade der größte Ryanair-Fan bin, muss ich zugeben. Aber ja, so hier zum Fliegen, ne? Kann man ja das machen. Außerdem kann man ja zeigen, wie es besser funktioniert. Wie man schöner landen kann. Vielleicht. So, 4000 Fuß. Wir gehen mal runter direkt auf 2. Oder 3. 3 passt erstmal auch. Tja, ansonsten, Freunde, lasst mir auch mal ein paar Kommentare da, was ihr denn zuvor habt. Mit dem Flugsimulator, was euch gerade so gefällt, auf was ihr euch vielleicht freut. Ja, sagt mir mal Bescheid, was ihr so gerne fliegt, was ihr am meisten gerne fliegt. Seid ihr eher so der Boeing-Typ oder eher der Phoenix-Typ? Oder beziehungsweise der Airbus-Typ. Lasst mir mal ein paar Kommentare da.
Was das anbelangt, interessiert mich natürlich auch eure Meinung allgemein zum PMDG. Mögt ihr vielleicht eine spezielle Version? Seid ihr eher der Typ, der jetzt vielleicht sogar auch die 600er fliegt? Wer weiß, können wir auch mal wieder in die Luft bringen, das kleine Mini-Flugzeugchen. Ich sag nach wie vor, es ist ein super Flugzeug und ja, für den Preis, wie schon gesagt, das beste PMDG-Modell, meiner Meinung nach, was man momentan bekommen kann. Weil es nicht allzu teuer und ihr habt die Qualität von PMDG in der Hand. 35 Euro finde ich das mehr als fair. Und ihr dürft nicht vergessen, das ist schließlich eine PMDG, von der wir hier reden und nicht irgendein Billigprodukt. Oder ein vergleichbares, was ihr für dieselben Wert bekommen könntet momentan im Flugsimulator, in der Flugsimulationswelt von Microsoft. Autobrakes schon mal auf 1 eingestellt. Ah, vielleicht machen wir hier sogar 2. Die Landebahn ist nicht allzu groß. Taxilights machen wir schon mal an. Alles andere, wie schon gesagt, kann so bleiben. Immer noch die Geschwindigkeit gut verringern. Und dann hier irgendwo links muss er denn sein. Wie schon gesagt, auch das erste Mal, dass ich jetzt hier runtergehe. Dann noch mal ein bisschen mehr zurück. Scharfe Linkskurve dann. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Flaps zu. Fuß beim nächsten Punkt. Das sollten wir schaffen. Ja, sieht man auch schon. Flaps 10. Gehen wir mal auf Approach. Gucken, was dabei rauskommt. LNAV ist drin. Setz mal zurück. Manual Speed. So, machen wir mit Sound ein bisschen lauter. Es geht an die Landung. Hoppala. Detected, Approach, Verified, brauchen wir nicht. Gehen wir auf Speed. Runter auf 1,45. Ein bisschen höher. Muss man ja sehen, da ist er. Checked. Linke Seite ist immer ein kleines Bergchen. Weiß ich gar nicht, was das sein soll. Sieht aber schniekig aus. Schön. Zack, ja, kriegt man noch ein bisschen was zu Gesicht. Ja, dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen langsamer werden. Speed Brakes raus ein bisschen. Landing Gear. Flaps 20. Flaps full.
Airplane. Hey ho ho ho. Wo jetzt? So, jetzt hat's. Muss ich etwas korrigieren, Freunde? Verzeihung. Was zu weit oben. Bisschen Seitenwind, korrigieren wir gleich mal aus. Ist auf jeden Fall noch weiter runter. Zehn Knoten, Mensch, da kriegen wir ordentlich Seitenwind oder auch Crosswind. Also einigermaßen stabil. 9 Knoten. Ja, da war ich ein bisschen beim Landen verrutscht. 60 Knots, manual brakes. Immerhin, wir sind da, Freunde. Hoppala, nicht stehen bleiben. Ja. Komisch, da ist die Autobrake gar nicht ausgegangen. Ja, da sind wir, Freunde. Der kleine Flughafen. Vorne sind ein paar größere Flugzeuge. Eine Art Hangar, vermutlich. So, Landing Lights off. Taxi Lights halt, das kann unbleiben. Nach rechts, sondern hier nochmal gleich nach rechts. Das ist womöglich hier die Ladezone. Flaps rein, Speed Brakes rein. Hoppala, da muss man noch sagen, wo wir parken wollen. Parking. Da haben wir eine 13 Walk-In. No. Air Friends. Okay. Continuous aus. Strobe Lights aus. Navigation Lights on. Irgendwie scheint Qantas hier jetzt sehr stark vertreten zu sein, ohne dass es so soll, sein soll. Also, weiß ich nicht, das klappt wohl nicht so ganz. Aber wir wollen auf jeden Fall hier die
P3A nehmen. Da wartet nämlich schon unser Kollege, wie ihr sehen könnt, auf der rechten Seite. Unser Einweiser. Ach, schon wieder zwei. Das ist ein bisschen blöd. Wieso kann man den nicht wegstellen? Ich will den doch gar nicht, Mensch. Müssen wir nach rechts, jetzt geradeaus. Und stopp. Okay. Parking Brake an. Und dann. Oh, linkes Triebwerk aus. Oh, oh no. Ach hey, Freunde. Hey, Pew. Komm, komm, komm. Machen wir einen Single Engine off. Na komm. Hab ich doch den APU ganz vergessen. Turbine läuft noch auf der rechten, auf der linken Seite. Also, machen wir hier erstmal aus. Klack, 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 klack. Hier können wir gleich auch einmal umswitchen. Wenn sie denn kommt. Jetzt ist sie gerade ausgegangen. Geht gleich wieder an. Ja, dann pass auf. Ja, ja, geht gleich los. Mensch, maul nicht rum. Kann auch nichts dafür, wenn ich es vergesse. Haha. So, Generators on. Einmal, zweimal. Und jetzt kann ich die rechte ausmachen. Beautiful. Willkommen, Freunde, in, ihr seht es schon, Mediterranee. River Santé. Das ist der Flughafen hier. 302. Da sind wir. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Seatbelt Signs off. Anti-Collision Lights off. Off, off, off. Aus, aus, aus. Und dann kann das anbleiben. Wunderbar, wunderbar. Und dann geht's ans Deboarding. Einmal die Boarden, bitte. The boarding requested. Und wir können hier schon einmal die Doors Türen aufmachen. Cargo links, Cargo rechts, beziehungsweise oben unten oder hinten oder vorne. Und da sind wir am schönen kleinen Flughäfchen. Das ist eben der Flughafen Perpignan. Oder wie auch immer man das ausspricht. In Südfrankreich. So. Dann gehen wir hier auf die nächste Seite. Öffnen Tor 1. Tor 2. Dann geht's mal hier ans Deboarding. Passengers deboarding starting. Ja, wunderbar. Ein Sonderfahrzeug. Was ich tatsächlich noch vermisse, sind... Ah doch, nee, das sind sie. Letztes Mal standen sie nämlich nicht da, die guten Damen. Aber jetzt stehen sie da. Sehr schön. Und damit, liebe Freunde, wisst ihr, was jetzt kommt. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, es hat euch gefallen, wieder einmal. Schreibt mir, wie schon gesagt, gerne Kommentare dazu, wie ihr das findet. Ja, wie ihr so den Flugplatz findet.
Und auch, wie schon gesagt, gerne, was euch interessiert, was ihr gerne so fliegt, wohin ihr auch gerne fliegt, lasst mal ein paar Kommentare da oder ein paar E-Mails, freue ich mich auf jeden Fall, wie immer. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, einmal den Like-Button klicken und auf, natürlich, falls ihr noch keins haben solltet, ein Abo da lassen. Da freue ich mich am allermeisten. Ein Abo hilft mir nämlich immer wieder gerne und zeigt mir natürlich, dass es euch auch gefällt. Und ja, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Sage, wie schon gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielleicht starten wir dann wieder von diesem Flughafen hier. Ich persönlich finde den auf jeden Fall ziemlich cool. Und wie schon gesagt, ist auf jeden Fall sehr interessant und ein kleines, ja, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp. Wie schon gesagt, für 9 Euro kann dieser ganze Flughafen euch gehören. Hier hinten alles modelliert. Die Qantas ist, wie schon gesagt, weiß jetzt nicht ganz, ob das hier so realistisch ist. Vor allem nicht mit einer 737, aber naja, wir lassen das mal so stehen. Ansonsten, wie schon gesagt, ja, wisst ihr ja Bescheid. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Immer schön brav weiterfliegen. Bis zum nächsten Mal, euer Blade Runner.